herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier heute bei dieser Future Lecture dabei zu sein. Und es freut mich auch sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Warum ändert sich nichts? Das ist eine der zentralen Fragen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit. Wir alle wissen, dass für eine nachhaltige Zukunft sich etwas ändern sollte. Doch wenn es darum geht, Verhalten zu zeigen, das für diese nachhaltige Zukunft förderlich ist, tun wir das viel zu selten. Aber warum? Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich die psychologische Forschung und auch wir am Fachbereich Psychologie an der Uni Salzburg. Und es wurden bereits eine Reihe von Faktoren identifiziert, die unser Verhalten beeinflussen. Heute möchte ich Ihnen im Rahmen meines Vortrags einen Faktor genauer vorstellen, der sich als besonders einflussreich gezeigt hat. Die sozialen Normen. Soziale Normen sind, wenn Sie ins Museum gehen, ein Ticket kaufen wollen oder eine Schlange sehen, dass Sie sich automatisch hinten an der Schlange anstellen. Oder wie hier auf dem Schild erwähnt, hier wird die soziale Norm explizit erwähnt, dass Sie den Müll nicht, also mit nach Hause nehmen und nicht in die Umwelt hauen. Also soziale Normen sind Verhaltensweisen, die Gruppen, mit denen wir uns vergleichen, zeigen. Und diese Verhaltensweisen nehmen wir als Standard heran. Als Standard, ob unsere Handlungen auch angemessen sind. Und soziale Normen wirken. Wie genau, möchte ich Ihnen anhand einer Studie genauer zeigen und an einem Beispiel, das Sie alle kennen. Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Wochenendausflug, haben sich ein schönes Hotel gebucht, machen sich frisch für den Abend und steigen aus der Dusche raus und sehen dann dieses Schild. Bitte benutzen Sie die Handtücher nochmals. Helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen. Sie kennen diese Aufforderung sicherlich alle. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie legen die Handtücher auf den Boden und signalisieren somit dem Reinigungspersonal, dass es die Handtücher auswechseln soll. Oder Sie hängen die Handtücher auf einen Haken und zeigen somit, dass Sie die Handtücher nochmals benutzen wollen. Was denken Sie? Wie effektiv sind solche Nachrichten? Wie häufig verwenden Personen dann die Handtücher wieder? Ja? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man nimmt es zwar auf, aber das Reinigungspersonal nimmt es trotzdem. Das ist ja auch schon passiert. Das hängt vom Modell ab. Aber prinzipiell weiß man, dass die Wiederverwendungsrate so ungefähr bei 35% liegt. Bei diesen Standardschildern. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass die Wiederverwendungsrate gesteigert werden kann? Dieser Frage sind Goldstein und die Kollegen in Kalifornien nachgegangen und sie haben dafür in einer Studie zwei unterschiedliche Arten von Schildern designt. Dieses Standardschild, das Sie hier oben sehen, und ein anderes Schild, wo sie einen Satz ergänzt haben. Und zwar, 75% der Hotelgäste haben die Handtücher mehr als einmal benutzt. Also einen Satz, der auf einen Normbezug nimmt. Und dann sind die Forscher, haben sie diese Schilder im Hotel verteilt und haben über einen Zeitraum von 80 Tagen gezählt, wie häufig Personen die Handtücher wiederverwenden. Und das Ergebnis zeigte, dass die Wiederverwendungsrate bei Personen, die dieses Normschild in ihrem Hotelzimmer hatten, signifikant angestiegen ist. Und zwar von 35% auf 45%. 10% mehr Personen haben die Handtücher noch einmal benutzt. Das ist eine Steigerungsrate von knapp 30%. Allein dadurch, dass ein Satz ergänzt wurde. Also Sie sehen, Normen wirken. Zur nächsten Frage, wirken alle Normen gleich? Oder gibt es irgendwelche Vergleichsgruppen, die mehr Einfluss auf unser Verhalten haben? Beispielsweise, wenn ich mich jetzt vergleiche mit der Norm der Frauen,
hat dieses Verhalten mehr Einfluss auf mich, als wenn ich mich mit den Hotelgästen vergleiche? Dies war eine zweite Frage, welche die Forscher nachgegangen sind. Dafür haben sie 5 unterschiedliche Schiffe gezeigt. 2 kennen sie bereits aus der vorherigen Studie, also das Standardschild und das Schild, das auf die Norm des Hotelgasts verwiesen hat. Zusätzlich ein 3. Schild, welches explizit auf die Norm der Hotelgäste, der Zimmergäste eingegangen ist. Also der Gäste, die zuvor im selben Zimmer genächtigt haben. Also beispielsweise 75% der Personen, die im Zimmer 102 genächtigt haben, haben die Handtücher noch einmal benutzt. Dann gab es noch ein 4. Schild. Auf diesem wurde an die Norm der Staatsbürger angegeben. Also 75% der Österreicher und Österreicherinnen haben die Handtücher noch einmal benutzt. Und am 5. Schild wurde Bezug genommen auf die Norm des Geschlechtes. 75% der Männer und Frauen, je nachdem, welches Geschlecht der Gast im Hotel hatte, ein Zimmer hatte, haben die Handtücher noch einmal benutzt. Und es wurde wieder gleich, es war wieder der gleiche Vorgang, die Schilder wurden in unterschiedlichen Zimmern verteilt und es wurde gezählt, wie häufig die Handtücher noch einmal benutzt wurden. Und bevor ich jetzt auf das Ergebnis eingehe, hätte ich eine Frage an Sie. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie wieder Ihr Abstimmungskästchen benutzen. Und zwar, stellen Sie sich vor, Sie sind im Hotel und sehen die Schilder. Was denken Sie, welche Norm beeinflusst Sie in Ihrem Verhalten am stärksten? Welche Vergleichsgruppe beeinflusst Sie in Ihrem Verhalten? Entweder A, die der Staatsbürger, B, die der Frau oder des Mannes, C, die der Hotelgäste allgemein oder D, die der Zimmergäste, also die der Personen, die zuvor im selben Zimmer genächtigt haben. Bitte abstimmen. Schauen wir uns das Ergebnis an. Interessant. Also, Sie sind der Meinung, dass zu 30%, also die stärkste Einfluss der Zimmergast hat, die jeweilige, dann die der Frau und der Männer und den drittgrößten Einfluss, die der Hotelgäste allgemein hat und den geringsten Einfluss der Norm der Staatsbürger. Die Forscher haben, bevor sie jetzt ins Feld gegangen sind, eine ähnliche Befragung durchgeführt. Und zwar haben sie Amerikaner befragt und die waren der Meinung, dass den größten Einfluss auf ihr Verhalten die Norm des Geschlechtes hat, nach die der Staatsbürger und die des Hotelgastes bzw. des Zimmergastes den geringsten Einfluss hat. Und nun sehen wir uns mal an, wie dann tatsächlich das Ergebnis war. Also wie häufig tatsächlich Handtücher nochmal wiederverwendet wurden in den unterschiedlichen Gruppen. Sie sehen hier die Grafik und auf der X-Achse sehen Sie die unterschiedlichen Kategorien von den Schildern und auf der Y-Achse abgetragen, der Prozentsatz der Wiederverwendungsrate. Und Sie sehen schon die Zahl der Standardnachricht, wie in der Studie zuvor, lag die Wiederverwendungsrate knapp über 35%. Und ich kann vorwegnehmen, alle 4 Schilder, also in den Bedingungen, wo die Personen Normschilder hatten, hatten die Personen eine signifikant höhere Wiederverwendungsrate. Aber schauen wir uns einmal die Ergebnisse für die einzelnen Normen an. Zunächst fürs Geschlecht. Hier lag die Wiederverwendungsrate bei knapp 41%, bei den Staatsbürgern bei knapp 43%,
Bedienen der Hotelgäste allgemein bei knapp 45% und Bedienen der Zimmergäste, die im selben Zimmer übernachtet haben, bei knapp 50%. Also genauso, wie Sie vorhergesagt haben. Und wenn die Personen ein Schild hatten, das Bezug genommen hat auf den Norm des Zimmergastes, haben 15% mehr Personen die Handtücher noch einmal benutzt. Und interessanterweise kam auch bei der Befragung von den Forschern heraus, dass die Personen meinten, das Geschlecht hätte einen großen Einfluss. Oder auch hier hatte, glaube ich, auch 30% den Staatsbürgern einen großen Einfluss gegeben. Sie sehen aber, dass es der Zimmergast war. Und hier liegt sicher auch eine der Herausforderungen bei der Kommunikation von Nachhaltigkeit. Dass häufig, wenn klimawandelbezogene Inhalte kommuniziert werden sollen, darüber nachgedacht wird, was würde bei mir wirken? Oder was würde bei einer bestimmten Zielgruppe wirken? Und dies erfasst bestimmt schon eine Reihe von Faktoren, die das Verhalten positiv beeinflussen, aber häufig werden Faktoren, die uns unbewusst beeinflussen, übersehen. Und diese Faktoren können dazu beitragen, dass wir wirklich umweltfreundliches Verhalten zeigen. Doch was heißt es jetzt konkret für Sie in der Nachhaltigkeitskommunikation? Ich möchte Ihnen jetzt zum Schluss noch Tipps mit an die Hand geben, die Sie beachten können und die auf der psychologischen Forschung basieren. Wie bereits erwähnt und auch anhand der Studie dargestellt, nutzen Sie Normen, denn Normen wirken. Auch wenn wir in unserem westlichen Kulturkreis uns dessen häufig nicht so bewusst sind oder auch nicht so gern möchten, weil für uns Individualität doch einen hohen Stellenwert hat, werden wir alle von Normen beeinflusst und von dem, wie sich die Gruppe verhält. Wichtig dabei ist es aber, Normen zu betonen, wenn die Mehrheit auch das gewünschte Verhalten zeigt. Weil das ist ja, was Sie dann mittransportieren und was beim Empfänger ankommt. Sonst kommt beim Empfänger, es ist Norm, nicht das ökologisch nachhaltige Verhalten zu zeigen. Was heißt es jetzt, wenn man eine nicht vorteilhafte Norm hat oder eine unvorteilhafte? Diese besser nicht kommunizieren. Also würde ich Ihnen empfehlen, eher nicht zu kommunizieren. Und da liegt genau die große Herausforderung oder die Krux in der Nachhaltigkeitskommunikation. Derzeit ist die vorherrschende Norm in der Gesellschaft häufig eine eher umweltschädigende. Es werden zwar immer mehr Personen Vegetarier oder steigen auf eine vegane Ernährung um, jedoch greift noch immer der Großteil der Österreicher zu Fleischprodukten. Oder 25% der Österreicher sind bereit, Bioprodukte zu kaufen. 75% greifen noch immer eher zu konventionellen Produkten. Was kann man da jetzt tun? Da empfehle ich Ihnen, einen positiven Trend zu präsentieren. Also beispielsweise hier, das sind fiktive Zahlen. 2005 sind 20% der Österreicher mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren. 2010 25% und 2014 waren es bereits 30%. Auch wenn der Großteil noch immer nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel zugreift, symbolisiert dieser Trend, dass eine Wende stattfindet, dass sich was ändert, dass es normal ist, umzusteigen. Und das motiviert auch die Personen. Abschließend kann ich Ihnen mitgeben, dass Sie in der Nachhaltigkeitskommunikation sensibel sind für die Wirkung von Normen, aber klar, es ist kein Allgemeinheilmittel. Unser Verhalten wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst. Wir Menschen sind komplexe Wesen und unser Handeln wird durch eine komplexe Zahl von Faktoren beeinflusst. Und wir Psychologen sind dabei zu beforschen, was unser Verhalten ausmacht und wie die Inhalte wirklich effektiv kommuniziert werden können, damit wirklich umweltfreundliches Verhalten gefördert wird. Aber natürlich ist es noch ein langer Weg und auch abseits von den Psychologen gibt es eine Reihe von Leuten, die sich dafür einsetzen, dass eine nachhaltige Zukunft zustande kommt, die ihre Ideen entwickeln und auch umsetzen.
Und ich bin mir sicher, wenn wir alle gemeinsam zusammen für eine Zukunft bauen und jeder seinen kleinen Baustein dazu beiträgt, dass wir schaffen, am Ende des Weges doch noch eine positive Wendung zu nehmen. Hin zu der doch so dringend notwendigen nachhaltigen Entwicklung. Oder wie in den Worten von Antoine de Saint-Exupéry: Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen. Denn Zukunft kann man bauen. Danke. Thank you.